Willkommen zurück zu einer außerirdisch guten Folge Delivers Moon. Ich bin der Dennis aka IDK Gaming for You und wir müssen einmal Richtung Orion ringen. Es geht darum, einmal die Stromversorgung wiederherzustellen. Wir befinden uns quasi schon auf der Raumstation selber und sind fleißig am Interagieren. So, schön, dass du eingeschaltet hast, schön, dass du mit dabei bist. Lass mir doch gerne einfach ein Like, einen Kommentar, ein Abo da und vor allen Dingen sag mir, würdest du den Mond auch kolonialisieren oder bewohnen? Würdest du auch mal allgemein, es ist ja ne, SpaceX und Elon Musk und wie sie nicht alle heißen, hier Virgin, die betteln sich ja auch um die interstellare Raumfahrt und vor allen Dingen den Tourismus. Würdest du da mitfliegen? Sehr, sehr interessante und spannende Frage, deswegen sag's mir in den Kommentaren. So, R2 schneiden. Piu, piu. Piu, piu. Spannend. Das war's schon, oder wie? Hier dürfen wir anscheinend nicht lang. Da können wir noch ein Knöpfchen drücken. Nice. Okay. So macht das Sinn. Ah, oh shit. Und wir haben wieder keinen Sauerstoff mehr. Das Doofe ist, wenn wir jetzt den direkt schon nehmen. Verdammte Axt. Dann kann es sein, dass wir gleich nicht genügend haben. Können wir das nochmal bedienen? Können wir nicht. Weil ich sehe, hier gibt es noch mal so. Ah, okay. Einsammeln. Hier gibt es nämlich, da vorne waren noch mal. Ah, wir haben das verbunden mit unserem. Ah, nice! Wir haben das verbunden mit unserem Suit. Ja, perfekt. So, dann müssen wir nämlich hier einmal. Piu. Piu. Das müssen wir alles einmal schön aufschneiden hier. Zack, zack. Okay. Hier oben auch. So. Hier oben auch. Boom. Boom, boom, boom. I want you in my room. Und hier gibt es der Stoff, aus dem die Träume sind. H2 und O. Zack. Wir haben drüben auch noch mal H2O. Ist echt cool gemacht. Ich kann hier anscheinend unbegrenzt schießen. Deswegen bleibe ich jetzt einfach mal drauf. So, weiter geht's. Wichtig ist, wenn ihr irgendwo wieder Sauerstoff seht, ne? Sagt mir Bescheid, aber ich habe ihn selber schon entdeckt. Alles unter Kontrolle, ja, 1A. Hier, ich mit meinem Iron Man Laser baller ich alles weg. Und die Schatten sind auch echt, oh, guckt euch da die Erde mal an. Die Schatten sind auch echt gut gemacht, wollte ich gerade sagen. Zack. Gibt es hier irgendwo noch Sauerstoff? Shit, shit, shit. Nee, aber wir müssen hier wohl eine Batterie reinmachen. Druck erstmal das Knöpfchen. Und abspielen. Verstanden. Glaubst du, wir sind bald fertig? Wenn der Rat jede Woche mehr Material zurückhält? Glaub nicht. Überraschend genug, dass MacArthur das hier genehmigt hat. Tja. Hey, hör mal. Ich empfange seltsame Signale von der Mondoberfläche. Siehst du was? Bin gleich fertig. Oh, oh. Seltsame Signale von der Mondoberfläche? Alles in Ordnung, Rolf? Was ist passiert? Ich kann nichts sehen.
Rolf, was ein Name. Wir haben die Energie vom MPT verloren. Die komplette Station. Findest du zur Luftschleuse? Negativ. Ich habe keine Sicht. Okay, ich schicke Alex die Luftschleuse zu blockieren. Siehst du ihn? Ich sehe das nicht. Bin auf der Schleuse. Was ist da los? Die Oberfläche ist komplett dunkel. Rolf, nicht jetzt. Wie lange brauchst du noch? 10 Sekunden. Mach schneller. Ist die Schleuse verriegelt? Bist du ausgesperrt? Alex blockiert die Tür für dich, aber er schafft das nicht mehr lange. Okay, Spannung, Spannung, Spannung. Kommt uns hier dann gleich die erste Leiche entgegengeflogen? Im Notfall auftrennen. Hier haben wir zumindest einen Kopf. Ich kann das nicht nehmen. Was haben wir denn hier alles? Ich bräuchte halt mal Strom, ne? Au. Sau. Sag mal. Das ist getrennt. Und wir brauchen hier anscheinend auch keinen Sauerstoff. Okay. Ah, und jetzt können wir hier durch. Entspannt. Können wir hier schießen? Können wir nicht. Können auch nicht interagieren, okay. Was sind das für Blubberblasen, die hier im Raum rumschweben? Was haben wir hier? Lager. Kann ich da durch? Kann ich irgendwas aufmachen? Nein! Oh, wie ärgerlich. Dann müssen wir wohl hier gerade durch. Versorge das Rotationstriebwerk der Station mit Strom. Okay. Und ich denke, wir müssen hier immer reinfliegen. Zack. Uns den Strom natzen. Und dann wieder rausfliegen. Oh. Hier runter und das drunter einsticken. So. Und das war der erste Streich. Dann drehen wir hier mal am Knöpfball. Ja. Kein Thema. Kann mal alles zerschneiden einfach hier. Braucht ja bestimmt keiner, ne? Die Kabel hier. Die trainieren anscheinend hier so ein bisschen unsere Flugkünste. Aha, ich glaube, wir müssen oben drüber. Ja. Voilà. Und wieder hoch. Und da drüben runter. Und dann haben wir den zweiten Streich. Geiler Scheiß. Wir kommen gut voran. Alles kein Problem. Ah, Strom. Okay. Dann Challenge accepted. Müssen wir hier jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Zack. Genutzt. Haha, von wegen vorsichtig. Ich bin der König des Weltalls. Für mich ist das alles gar kein Problem. Und ich komme inzwischen auch mit der Flugsteuerung immer besser zurecht. Was mich ehrlich gesagt ganz glücklich macht. So. Fangen wir mal an da oben im Schneiden. Zack. Ihr seht quasi schon, es gibt uns immer mehr Sicherheit hier. Zack. Und der letzte da unten auch noch. Zack. Und, oh, shit. Und runter.
wollte ich gerade sagen. Nicht zu übermütig hier mit den wilden Pferden, gell? Und das war der letzte Streich. Jawohl! Sesam, öffne dich. Oh, wir haben auf Rotationsantrieb umgestellt. Okay. Schauen wir mal. Heißt das, wir haben dann bald wieder Schwerkraft oder? Ah, das ist schon cool gemacht hier. Sauerstoffreserven niedrig. Ah, nicht gut. Shit, voll daneben. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Und wo müssen wir jetzt hin? In den Aufzug? Kehre zum Kontrollzentrum im Libra-Trakt zurück. So, wo haben wir Libra? Da geht's lang zu Libra. Kontrollzentrum Libra-Trakt. Zack. Und da sind wir schon. Interagieren. Aktiviere Rotationsantrieb. Der ist aktiviert worden. Weltraumfahrstuhl ist online. Shit. No way. Halt dich fest. Oh nein. Kann ich hier irgendwas lenken? Nee, auch nicht. Sauerstoff niedrig. Okay. Zack, eingesammelt. Weiter geht's, kein Thema. Aber das ist hier eine enge Geschichte. Auf jeden Fall immer brav den nächsten mitnehmen. Ist das gut gemacht? Schaut euch das an, Freunde der Sonne. Und hoch, 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 hoch. Wo ist der nächste Sauerstoff? Wo ist der nächste? Scheiße. Da unten. Durch die Teile. Gefährlich. Ganz gefährlich. Okay, weiter, 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 weiter. Ah, da unten sind mehrere. Sehr schön. Nein! Oh, zu früh gefreut, die Bastarde. Nur noch 9 Sekunden. Fuck. 51 Sekunden. Scheiße, 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 scheiße. Ich sehe keinen Sauerstoff mehr. Jetzt müssen wir hier richtig gut durchkommen, sonst haben wir ein riesen Problem. Da ist noch einer. Das ist schon spannend gemacht. Vor allen Dingen, wenn es dann gleich zum Piepsen anfängt. Fucker Doodle Doo, Freunde der Sonne. Heidenei. Eingesammelt. Schnell weiter. Nur 30 Sekunden. Zurück zur Raumstation.
Fuck, 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 fuck. 20. Nur noch 15. Shit. Ah, und schneiden, schneiden, schneiden. Rein, 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 rein. Boah, freie Fahrt, Trophäe erhalten. Heidenei. Was ne Action. Was ne Action, ich sag's euch. Mein Herz, Kinders, ich bin schon alt, ich mach das doch nimmer mit. Und was für ein Aufzug, ne? Was für ein riesiger. Geisteskrank. Macht aber bestimmt Spaß, mit dem Ding zu fahren. Sehr schön, sehr schön. Und ja, wir haben immer noch keinen Namen für unseren Astronauten oder die Astronautin. Also sag mir doch ganz gerne, wie würdest du sie nennen oder ihn? Wunderbar. Und wenn ja, dann schreib es mir gerne einfach in die Kommentare. Perfekt. Und ich sage an der Stelle, wir gehen zum MPT-Kontrollzentrum in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne Like, einen Kommentar, ein Abo da. Und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.